Und Ihre verrückten Ankündigungen, gerade von Seiten der FDP, ich kann gar nicht verstehen, dass Sie mit diesem Credo weitermachen. Sie sind doch im freien Fall. Besinnen Sie sich doch mal ein bisschen. Sie liegen heute bei 8%. Sie sind bei 8%. Leute, Sie haben doch gar keine Zustimmung mehr. Sie haben doch ein Riesenproblem, in NRW noch bei 6. Und da machen Sie einfach weiter mit dem Credo von Steuersenkung. Sie wissen doch, was das bedeutet, und zwar für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden. Ich finde, diese Situation nach 106 Tagen macht mehr als deutlich, Sie können nicht regieren. Sie haben sich nicht vorbereitet aufs Regieren. Und Sie verstehen sich nicht darauf, wirklich mal innezuhalten und zu sagen, wo geht es jetzt eigentlich lang? Merken Sie eigentlich nicht, dass in der Auseinandersetzung mit den Jahren 2002 und 2004 sich die Menschen inzwischen fragen, was sind eigentlich die konzeptionellen Vorschläge der CDU, die seit 2005 regiert und die Kanzlerin stellt? Seit 2005, das sind immerhin 5 Jahre. Und wir können gerne über die Frage der Verantwortung, der Auswirkung der Kapitalertragssteuer auf die Kommunen unter Rot-Grün reden. Das habe ich schon zu rot-grünen Zeiten kritisiert. Ich kann Ihnen aber auch erzählen, wie im Bundesrat Ihre CDU zu solchen Vorschlägen gehandelt hat, agiert hat und das Ganze befeuert hat. Da können wir gern drüber reden. Das ändert aber für die Zukunft nichts. Und das legt nur offen, wie blank und nichtssagend Ihre Vorschläge bislang sind. Sie haben nichts zu bieten in der Frage, wie lösen wir denn die Probleme der Städte und Gemeinden. Hier werden in einem Bausch und Bogen 30 verschiedene Maßnahmen aufgezählt, die sich die Kinder künftig leisten können. Was kann man mit 10 Euro im Monat machen? Das wissen Menschen, die in Armut leben, ganz genau. Davon kann man nicht gleichzeitig Musikunterricht, Sportunterricht, Sportschuhe kaufen, Bildungsnachhilfe haben. Für 10 Euro, und das wissen viele von Ihnen auch, kann man höchstens teilweise eine Leistung kaufen, denn Musikunterricht in ganz Deutschland kriegen Sie nicht unter 20 Euro. Deshalb seien Sie doch endlich mal ehrlich an dem Punkt. Und ich glaube, dass wir im Kern, Herr Lindner, wir haben das jetzt alles gemeinsam mit dem Handwerkskammertag wieder zurückgenommen. Ich weiß, das macht es ja nicht besser, Herr Lindner, oder, dass Sie zu der Zeit im Landtag waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Frage der Gemeindeordnung längst geändert haben. In Brüssel war ich noch nie, aber vielleicht können wir uns darüber an anderer Stelle aus. Darum geht es jetzt auch nicht. Ich sehe, dass das Haus der Frauenministerin nicht vertreten ist. Wir sind natürlich konsterniert darüber, dass die Ministerin es nicht für nötig hält, an einer Debatte zum Thema Frauenquote teilzunehmen. Aber dass sie wirklich die Chuzpe besitzt, noch nicht mal einen Staatssekretär zu schicken, halten wir für unerträglich. Und deshalb bitte ich jetzt sofort dafür Sorge zu tragen, dass dieses Haus erscheint. Das Gleiche gilt für die Problematik der Steuersenkung. Ich meine, nicht die Steuererhöhung belasten die Kommunen, sondern Steuersenkung belasten die Kommunen. Das kleine Einmaleins sollten Sie mal durchbuchstabieren. Seit 2008 sind so viele steuergesetzliche Änderungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, durch das Bürgerentlastungsgesetz, durch diese Mövenpick-Hotelsteuer entstanden, Funktionsverlagerung. Das hat Mindereinnahmen für die Kommunen bedeutet in Höhe von 5,6 Milliarden Euro. Da stellen Sie sich hier hin und sagen, ich befürchte Mindereinnahmen durch Steuererhöhungen. Ich fasse es einfach nicht, dass Sie das kleine Einmaleins an so einer Stelle nicht verstehen. Dritte kurze Vorbemerkung, lieber Thomas Oppermann, der Schalter ist aber schnell umgelegt, oder? Also das hat mich schon irritiert. Also ein Grundmandat als praktizierten Minderheitenschutz, Mann oh Mann, da konnte ich mir ja gerade noch das anhören, was Herr Große-Brömer gesagt hat, nach dem Motto 1994, damals haben wir den Grünen mal was zugestanden. Aber die Geschichte mit dem Grundmandat als praktizierter Minderheitenschutz, ich finde, da haben Sie sich vergaloppiert. Nun zur Sache selbst. Wir haben über 200 Ermittlungsverfahren, über 200 Menschen mussten sich der Justiz gegenüber verantworten. Und woher leiten Sie eigentlich das Recht ab,
dass zwei von Ihnen, zwei von uns aus dem Deutschen Bundestag sich durch die Nichtaufhebung der Immunität einem solchen Verfahren entziehen sollen. Zivilcourage bedeutet nicht, dass wir ein Privileg gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern haben, wenn es um Ermittlungen geht. Und wann verstehen Sie das? Ja, ich habe es einfach satt, dass die Frage von Zivilcourage wie eine Monstranz vor uns hergetragen wird. Ich schätze wahnsinnig viele Leute, die sich engagieren, die dafür auch Sachen in Kauf nehmen, die verdammt schwer auszuhalten sind. Aber es rechtfertigt nichts und auch niemanden, dass man als Abgeordnete glaubt, anders behandelt werden zu können als jede Bürgerin und jeder Bürger in diesem Land. Ich muss dann auch mit diesen Folgen rechnen. Und ich meine mal ganz deutlich zu sagen, wenn Sie, meine Damen und Herren von der SPD, gestern diese selbstgefällige Äußerung Ihres Bundeswirtschaftsministers Gabriel, ich zitiere, ich finde ehrlich gesagt, das Lesen von 5 Seiten, auf denen präzise steht, worum es bei Änderungen geht, ist keine Überforderung. Daraus machen Sie einen riesen Popanz. Dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie schaffen sich ab als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Unsere Pflicht ist es, einen Gesetzentwurf zu lesen, kritisch hinterzufragen und genau zu sorgfältig zu prüfen. Sie hingegen haben gestern bejubelt dieses blöde Argument des Bundeswirtschaftsministers. Beklatscht haben Sie es. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie damit zufrieden sich geben, als Parlamentarierin 5 Seiten zu lesen. Aber eine Regierung legt 204 Seiten vor. 204 Seiten. Und dann ist es unsere Aufgabe, die kritisch zu prüfen und in Anhörungen gegebenenfalls neu zu bewerten. Und nicht einfach nur zu sagen, wie toll, das BMWI und der Gabriel haben eine Zusammenfassung gemacht. Die kann man doch schnell lesen. Ja, Leute, schafft euch doch nicht ab mit euren Rechten, die wir alle haben als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und deshalb rate ich Ihnen allen, die Sie bisher sich weggeduckt haben bei diesem Projekt, bisher immer wieder so getan haben, als sei es ein Projekt von Dobrindt und der CSU. Wenn Sie heute diesem Aufsetzungswunsch zustimmen und am Ende auch noch der Maut zustimmen, dann, liebe SPD, ist Schluss mit lustig. Dann ist das auch Ihr Projekt. Dann ist es auch Ihr Projekt. Was haben Sie sich weggeduckt in der Debatte? Was waren das für hehre Sprüche nach dem Motto, kein Gesetz verlässt das Parlament. Hier gibt es ein ordentliches Beratungsverfahren. Wo ist denn das ordentliche Beratungsverfahren geblieben? Diese Mautentscheidung ist ab heute auch eine Maut von Angela Merkel und der SPD, meine Damen und Herren. Weil Sie werden diesen Flüchtlingsstrom, den werden Sie vergrößern. Und wir reden hier, wenn Sie mich ausreden lassen, wir reden hier nicht nur von Menschen, die es geschafft haben, hierher zu kommen, sondern wir reden daher, dass Sie hier in diesem Zuge eine Armut, eine Situation von Menschen politisch ausschlachten und unsere Gesellschaft emotionalisieren und ihnen diese Fakten vorenthalten, was mit Menschen geschieht auf dem Weg zur Ablegestelle über das Meer. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie viele Leute in der Wüste verändern? Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie viele Leute hier sterben, bevor sie das Ufer erreichen? Und sind Sie sich Ihrer Verantwortlichkeit dessen bewusst, wenn Sie hier sagen, uneingeschränkt können wir hier Leute aufnehmen in unserer Gesellschaft, was sie damit verursachen? Vielen Dank. Thank you.
zur Rettung setzen, einsetzen, dann kommen noch mehr Flüchtlingsboote rüber. So, meine Damen, können wir uns jetzt verständigen, dass jetzt die Frau Hassemann noch meine das Damen Wort hat. Und Herren, noch habe überwiegend ich das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Huber, seien Sie sich gewiss, dass ich mir meiner Verantwortung, der Verantwortung des Parlaments und die Verantwortung für dieses Thema sehr bewusst bin. Und deshalb kann ich Ihren unfassbaren Beitrag im Hinblick auf die Einschätzung, was Menschen auf der Flucht angeht, auch nur zurückweisen und Ihnen sagen, ich teile die Auffassung nicht. Herr Lucak, Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür, wie Wahrnehmung auseinandergeht, ja? Sich hier im Bundestag als Kämpfer für die Mietpreisbremse zu suggerieren, wobei Sie doch einer derjenigen waren, die die Mietpreisbremse und deren Einführung bis zuletzt bekämpft haben. Mein Gott, was glauben Sie eigentlich, für wie doof Sie die Leute verkaufen können? Also, da bin ich doch fassungslos, denn jeder von uns erinnert sich, wenn man bei den wohnungspolitischen Debatten dabei war, wie Ihre Einlassungen waren zur Mietpreisbremse. Sie haben das ganze Ding blockiert ohne Ende, bis es nicht mehr ging und der öffentliche Druck zu groß wurde. Und glauben Sie Ihnen, irgendjemand in Berlin nimmt Ihnen ab, dass Sie der Vorkämpfer für die Mietpreisbremse waren? Ich glaube das nicht. Sowas kriegen Leute mit. Und deshalb fand ich da wirklich, also das ist schon eine witzige Geschichte, dass Sie das hier versuchen. In so einem Prozess und in so einem Gesetz zu glauben, dass man mit einer Handschlagpolitik von drei Männern das Problem mal kurz regelt, das zeigt, welche Selbstüberschätzung da ist, meine Damen und Herren. Da treffen sich dann am 20. Juni 2016 Schäuble, Seehofer und Gabriel sonntagsabends und versprechen sich in die Hand, wir regeln die Erbschaftssteuer. Meine Damen und Herren, und das führt dann einfach dazu, dass man hier nicht ordentlich arbeitet, weil diese Art von Kompromiss kaum umsetzbar war in diesem Gesetz. Und das hat eigentlich alle Probleme nach sich gezogen, mit denen wir bis heute, bis zum VA-Ergebnis konfrontiert sind. Und das haben Sie sich voll zuzuschreiben als große Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Und deshalb muss es hier Erwähnung finden. Denn Sie stützen doch die Auffassung von Frau Hendricks, zu sagen, wir liefern weiter Brennelemente. Dann müssen Sie doch auch in der Lage sein, heute über diesen überschaubaren Antrag abzustimmen. Lehnen Sie ihn doch ab. Lehnen Sie ihn doch einfach ab. Aber das trauen Sie sich nicht. Weder vor dem 7. Mai in Schleswig-Holstein noch vor dem 14. Mai in Nordrhein-Westfalen wollen Sie Farbe bekennen. Und ich sage Ihnen, das müssen Sie jetzt aber mal. Und zwar sowohl in der Frage, wollen Sie Brennelementelieferungen weiter zulassen, obwohl wir über Schrottreaktoren reden mit Tihange und mit Dull. Wollen Sie den Familiennachzug endlich wieder in Kraft setzen? Wollen Sie die Ehe für alle? Oder wollen Sie das nur in Sonntagsreden, meine Damen und Herren?